Willkommen bei Vips in the City, Tag 3 auf dem Oktoberfest. Und mein Tag startet heute mittags in der Entenbraterei von Heimer. Und da hat eingeladen eine der Münchner Dirndl-Designerinnen schlechthin, die Katharina Lukas. Und die ist jetzt neben mir. Katharina, wen hast du heute hier eingeladen? Wer ist heute da? Oh, also meine ganz langjährigen Kunden sind von mir da, ein paar Influencer. Liebe Freundinnen von mir, ich habe auch einen jungen Mann da, der ist eigentlich Stylist, der einzige Hahn im Korb. Dann die Uschi Ackermann ist da, dann habe ich eine ganz liebe Kundin, die ist extra aus Bonn angeflogen, die Sabine. Und ja, alle Namen will ich jetzt glaube ich gar nicht sagen, dann hören wir nicht mehr auf. Warum hast du denn heute hier eingeladen? Ist es zum ersten Mal oder ist es schon eine Tradition? Nein, ist das erste Mal. Einfach weil ich in Heimer so wahnsinnig gern mag und mich so gefreut habe, dass sie dieses Jahr wieder auf der Wiesn sind. Die sind nämlich letztes Jahr leider runter von der Wiesn. Und das ist für mich ein Traditionszelt, weil meine Freundin die Tochter hier ist, also die Schwester jetzt vom Wirt. Wir haben zusammen studiert. Und das ist mein Geheimtipp, würde ich sagen. Und immer, wenn ich dann nochmal Ruhe haben möchte von Rubel und Trubel und noch vier Mass und nochmal singen und aufstehen und so, dann komme ich hier. Also hier bin ich privat mit meiner Family auch gern unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, das lade ich immer meine liebsten Freundinnen ein. Das ist eine schöne Idee. Und bitte, wenn wir jetzt schon mal eine Expertin da haben, erklär doch nochmal bitte, was ist dieses Jahr Trend? Was trägt man auf gar keinen Fall auf der Wiesn? Also, was trägt man auf gar keinen Fall? Also, kürzer als Knie, das haben wir sonst schon nicht mehr gehabt. Bitte keine komischen, viel zu tief ausgeschnittenen Spitzenblusen. Carmenblusen geht gar nicht, finde ich. Es sollte ein bisschen züchtiger sein, ein bisschen anständiger, traditioneller. Einfach schön zum Anschauen. Also, farbtechnisch bin ich ja eh sehr mutig, immer noch. Da bin ich schon sehr die Extravagante dieses Jahr, weil die meisten sehr braunlastig sind. Aber es sollte halt einfach mehr traditioneller werden. Irgendwie mehr Baumwolle samt geht bei uns sehr gut, feiner, edler. Alles klar, vielen Dank Katharina, Dankeschön auch für deine Einladung. Wie oft wirst du noch auf die Wiesn gehen? Wie viele Termine hast du noch? Also diese Woche viermal noch. Respekt. Dann sage ich danke und auf eine friedliche Wiesn. Danke dir auch. Danke dir. So, also ein echter Geheimtipp, die Entenbraterei Heimer. Die findet man neben dem Bodo, jetzt stehe ich hier im Weg und man sieht, ich habe schon ganz rote Backen. Nein, ich habe noch nicht so viel Bier getrunken. Die findet man neben Bodos Kaffeebackstube in der Straße 2, also in so einer Zwischenstraße und ungefähr auf der Höhe vom Hofbräuhaus. Also wenn es im Hofbräuhaus zu voll ist, dann geht Richtung Goetheplatz und da findet ihr dann die Entenbraterei und die ist wirklich super, super lecker, super saftig, krosse Haut, nicht zu fett, kann ich wirklich nur empfehlen. Bei mir geht es weiter heute Abend zum Armbrustschießen und bei der Bild München, beziehungsweise die Bild hat eingeladen. Da werde ich auch nochmal vorbeischauen. Da melde ich mich dann später nochmal. Bis dann. Servus.